Herzlich willkommen bei diesem Videotutorial, bei dem wir ein Spiel gemeinsam programmieren in GameMaker. Und es geht dabei, dass ihr mal die Umgebung kennenlernt, dass ihr wisst, wie man grundsätzlich ein Projekt aufgleist und wie man dann dieses Spiel erarbeitet und dann auch testet. Wir haben uns aktiv dafür entschieden, das als Video anzubieten, damit ihr wirklich auch immer wieder pausieren könnt, Sachen nochmals anschauen könnt, die ihr nicht verstanden habt. Und so eigentlich in eurem Tempo die ersten Erfahrungen mit der Programmierumgebung von GameMaker macht. Wie ihr seht, habe ich das Programm gestartet und ich gehe hier zunächst auf Neu und ich möchte ein Game machen und wähle hier ein Blank Game, das bedeutet ohne irgendwelche Ressourcen, die da bereits drin sind. Ihr könnt euer Projekt umbenennen, ich mache das mal zu Space Invaders Test und hier könnt ihr auch noch auswählen, wo ihr dieses Projekt speichern möchtet. Los geht's. Es wird ein neues Dokument erstellt mit dem Namen hier oben und ihr seht, hier in der Mitte werden wir dann programmieren. Wir werden das in diesem Video mit der Drag-and-Drop-Technologie von GameMaker machen und auf der rechten Seite hier haben wir alle Ressourcen, die wir dann verwenden in diesem Projekt. Was wir zunächst mal brauchen, sind sogenannte Sprites. Wir brauchen Bilder, mit denen wir etwas darstellen. Da seht ihr, dass es bereits einen Ordner hat. Sprites, da könnt ihr Rechtsklick drauf machen, erstellen, Sprite. Jetzt, was wir zunächst machen, ist mal dieses Sprite neu benennen. Eine Konvention ist, dass man alle Sprites, also alle Bilder, die dann zu einem Objekt gehören, mit SPR Unterstrich, SPR Unterstrich, dann zum Beispiel Panzer für das Gefährt, das dann links und rechts fahren kann, benennt. Und mit dem SPR wissen wir auch immer, das ist kein Objekt, sondern das ist eben ein Sprite. Gut, jetzt in der Mitte ist ein neues Fenster aufgegangen. Hier könnten wir dieses Sprite nochmals umbenennen. Was wir auch sehen ist, dieses Sprite hat eine Größe von 64x64 Pixel, also sehr verpixelt, aber das möchten wir bei diesem Spiel jetzt auch so haben. Und ich gehe jetzt hier auf Bild bearbeiten und kann anfangen zu zeichnen. Hier habe ich verschiedene Werkzeuge und verschiedene Farben und auch verschiedene Pinselgrößen oder Formen, die ich hier auswählen kann. Ich möchte ein sehr, sehr einfaches Gefährt zeichnen in Grün, der Farbe, die da sehr viele Games zu dieser Zeit waren. Da mache ich mal so etwas. Ich blende hier auch den Raster ein, damit ich das ein bisschen kontrollierter zeichnen kann. Und das Ziel ist eigentlich, dass ich hier so ein panzerähnliches Gefährt habe, das dann nach oben auf diese fliegenden Untertassen schießt, die da die Erde angreifen. Gut, jetzt haben wir doch schon etwas, was so ein bisschen ähnelt. Genau, ich habe jetzt darauf geachtet, dass das Bild hier aufhört in der Mitte, weil dort sollen dann diese Geschosse dann erstellt werden, die dann nach oben fliegen. Das reicht auch schon, man kann auch immer später zurückkommen und diese Sprites weiterzeichnen. Was man auch sieht, hier oben hat es jetzt auch eine kleine Vorschau von diesem Sprite, das heißt, ich weiß auch immer, was ich hier ausgewählt habe. Das ist also das Aussehen, das kann ich jetzt hier wieder schließen. Und übrigens, hier in der Mitte sehe ich dann alles, was ich gerade bearbeite. Ich kann da auch rauszoomen auf dem Trackpad mit zwei Fingern. Die Maus muss halt irgendwo außerhalb dieses Bildes sein, sonst zoome ich nur das Bild. Also zum Beispiel hier auf der Seite. Und so habe ich schnell eine Übersicht, welche Objekte und welche Sprites ich gerade bearbeite. Mit zwei Fingern kann ich hin und her fahren, das hilft dann auch später. Und mit der Maus ist es analog, das Zoomen ist mit dem Mausrad und man kann dann auch pennen, indem man zum Beispiel die Leertaste und die linke Maustaste drückt. Dann kann man auch herumfahren auf diesem sogenannten Workspace. Gut, ich habe jetzt ein erstes Sprite und jetzt möchte ich ein Objekt erstellen. Die Objekte sind hier oben. Also das ist nur ein leerer Ordner, in dem möchte ich dann meine Objekte erstellen. Da mache ich auch einen Rechtsklick, erstellen, dann ein Objekt.
Und die Konvention hier ist, dass wir OBJ underscore Panzer zum Beispiel schreiben. Und hier hauche ich dann das Leben ein, indem ich Regeln definiere, wie wird sich dieses Objekt auch dann bewegen. Zuerst verknüpfe ich das Sprite mit dem Objekt. Das heißt, ich gehe hier auf kein Sprite. Falls ihr das nicht seht, dann Doppelklick auf Obi Panzer. Dann landet ihr hier hin. Dann könnt ihr hier bei kein Sprite, könnt ihr Sprite Panzer auswählen. Und jetzt ist das verknüpft. Und ich kann auch bereits, also die dritte wichtige Ebene sind die Räume. Die kann ich auch mal öffnen. Linksklick auf meinem ersten Raum. Der ist leer. Das ist eine schwarze Fläche. Und jetzt kann ich mein Objekt hier bereits reinziehen. Ich kann das Spiel bereits testen, indem ich hier oben links auf diesen Pfeiltaste gehe. Und da seht ihr, das dauert immer einige wenige Sekunden. Und jetzt wird das Spiel ausgeführt, aber es passiert noch gar nichts, weil ich auch noch gar nichts definiert habe, was hier passieren sollte. Ich klicke dieses Fenster weg und gehe jetzt nochmals zum Objekt. Das heißt, ich einen Doppelklick auf Obi Panzer, indem ich ein Ereignis auswähle. Und das Ereignis wäre, wenn die Pfeiltaste gehalten nach links, jetzt muss ich die Sprache auswählen, entweder textbasiert oder mit dieser visuellen Programmiersprache. Wir wählen die visuelle Programmiersprache aus für dieses Projekt. Und jetzt sage ich, mache eine Bewegung, die ist hier, Instanzvariable aufrufen. Und wenn ich nach links drücke, Pfeil nach links, dann soll die X-Koordinate beispielsweise um minus 5 sich verändern, und zwar relativ, also der aktuelle Wert minus 5, und zwar immer, wenn ich drauf drücke. Und das testen wir, das ist auch sehr wichtig, immer sofort alles testen. Ich drücke die linke Pfeiltaste und immer, wenn ich nach links drücke, dann bewegt sich auch der Panzer nach rechts, funktioniert natürlich noch immer nicht. Jetzt könnt ihr mal überlegen, wie könntet ihr dieses System verwenden, um die Steuerung nach rechts vorzunehmen. Genau, da gehen wir auch wieder auf gehaltene Taste nach rechts. Übrigens, wenn ihr das irgendwann nicht mehr jedes Mal auswählen wollt, könnt ihr auch hier nicht mehr für dieses Projekt Fragen auswählen. Und wir brauchen wieder die gleiche Variable, Instanzvariable abrufen. Und dieses Mal soll die X-Koordinate um 5 geändert werden und auch relativ, also nicht auf 5 fix setzen, sondern immer um 5 verändern. Und schon habe ich eine grundlegende Steuerung nach links und nach rechts. Das sieht schon ganz gut aus. Die Geschwindigkeit der Steuerung könnte natürlich hier noch angepasst werden. Anstatt 5 kann ich 7 oder 10 auswählen. Da dürft ihr das natürlich gerne ausprobieren und auch ein bisschen damit spielen. Das ist auch wichtig, dass man da ein bisschen ausprobiert und dann überlegt, okay, fühlt sich das richtig an? Müsste hier noch etwas passieren oder vielleicht auch mit einem Booster, das dann erscheint, irgendwie, dass der Panzer schneller wird, dann müsste man dann diesen Wert hier verändern. Das geht auch alles. Als nächstes machen wir einen Schuss, der dann von einem Panzer aus geschossen wird, nach oben, mit dem dann eben die Erde verteidigt wird. Dafür brauchen wir zunächst ein Aussehen, also ein Bild, ein Sprite. Ich mache wieder einen Rechtsklick, erstellen, Sprite und wähle den Namen SBR-Schuss, arbeite das Bild und blende den Raster ein. Ein ganz einfaches Bild eines Schusses. Und jetzt müssen wir noch etwas Neues ein bisschen darüber sprechen, und zwar über diesen kleinen Fadenkreuz hier oben. Und zwar ist das der Ursprung von jedem Bild. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, zeichne diese Figur bei 100-100, ist dieser Punkt gemeint bei 100-100. Und der ist dort nicht sinnvoll, der sollte jetzt eigentlich beispielsweise hier unten sein. Dann weiß ich, wenn ich jetzt erstelle, dann ist das der wichtige Ursprung
Punkt von dieser Figur. Auch beim Panzer übrigens ist dieser Punkt momentan hier oben links, den lasse ich noch dort, um zu zeigen, was dann passiert, wenn wir das nicht berücksichtigen. Jetzt brauchen wir auch wieder ein Objekt, damit wir Regeln geben können, damit wir dieses Objekt programmieren können. Das heißt, ich mache einen Rechtsklick, erstellen, Obi-Schuss. Und der Schuss soll den Sprite Schuss haben, sinnvoll. Und das ist es auch schon momentan. Was wir jetzt machen ist, immer wenn wir die Leertaste drücken, soll der Panzer einen Schuss bei sich produzieren. Also wir gehen zurück zum Objekt Panzer, Doppelklick drauf. Und dieses Mal nehmen wir nicht das Ereignis Taste gehalten, weil das ist ein Ereignis, das, falls ihr die Leertaste drückt, dann wird das mehrere Male ausgelöst. Also eigentlich 30 bis 60 Mal pro Sekunde, bis wir die Leertaste wieder loslassen. Wir möchten aber pro Mal, wenn wir drücken, etwas auslösen und das wäre die Taste gedrückt, dieses Ereignis hier. Und dann nehme ich die Leertaste und wenn die Leertaste gedrückt wird, dann soll eine Instanz erstellt werden. Eine Instanz ist eine Kopie von einem Objekt und wir haben ja das Objekt Schuss und darum sage ich, erstelle bitte ein Objekt Schuss und zwar bei mir als Panzer, bei meinem 00-Punkt, Achtung, relativ, 00 würde bedeuten oben links beim Bildschirm, das bedeutet beim 00-Punkt des Panzers. Das testen wir natürlich sofort wieder. So oft wie möglich testen, schauen, funktioniert wirklich so, wie ich es erwartet habe. Bewegung funktioniert, ich drücke die Leertaste und es entstehen Schüsse, aber erstens mal an der falschen Position und zweitens fliegen die noch nicht. Und diese zwei Sachen ändern wir jetzt noch. Zunächst mal die richtige Position. Das hat mit dem Sprite des Panzers zu tun, weil dort haben wir gesagt, der Ursprung, der wichtige Punkt von diesem Panzer ist hier oben, den platzieren wir jetzt mal hier unten. Dann wird nämlich, wir haben ja dem Schuss gesagt, ja, der soll beim 00-Punkt des Panzers erschaffen werden und das ist jetzt dann hier unten. Die zweite Änderung, die wir noch vornehmen wollen, ist, wenn dieses Objekt entsteht, soll es nach oben fliegen und das ist ein Schrittereignis, das heißt, das wird immer gemacht. Wenn dieses Objekt oder diese Instanz existiert, wird das, was hier drin ist, immer ausgeführt. Da sagen wir, wir können die Y-Koordinate um einen bestimmten Wert, minus 10 beispielsweise, wäre nach oben und auch wichtig wieder relativ, weil sonst springt dieses Objekt nach minus 10 und bleibt immer bei 10, aber wir möchten ja den aktuellen Wert um minus 10 verändern. Und das sollte eigentlich schon bereits gut aussehen. Genau. Ich drücke auf die Leertaste, ein Schuss wird erschaffen und zwar an der richtigen Stelle. Das sieht bereits sehr gut aus. Es gibt da natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie wir das programmieren können. Vielleicht noch etwas, diese Schüsse gehen jetzt außerhalb des Spiels und fliegen die ganze Zeit weiter. Das sind Ressourcen, die verschwendet werden, dass man das berechnen muss. Und um vielleicht das abzufangen, könnten wir noch einbauen, dass sobald der Schuss außerhalb des Bildschirms ist, dass er dann einfach gelöscht werden soll. Als Ereignis können wir das hier einfügen und andere Ereignisse außerhalb des Raumes. Und dann sagen wir Instanz zerstören. Das können wir jetzt natürlich nicht testen, da müssen wir ein kleines Programm schreiben, das angibt, wie viele Schüsse wir haben. Also jetzt können wir aber darauf uns verlassen, dass diese Schüsse zerstört werden. Wir erstellen zwei oder einen Gegner, den wir dann kopieren können. Rechtsklick bei den Sprites auf Erstellen, Sprite, SPR Gegner 1, Bild bearbeiten. Und hier könnt ihr ganz ein einfach simples Design wählen.
Das kann man, wie gesagt, auch später nochmals verbessern. Ich zeichne mal ein bisschen und lasse das schneller laufen. Gut, also das ist nicht gelungen und das könnt ihr sicher viel besser, aber ich lasse es mal so, weil es geht ja wirklich nur um einen Platzhalter, den wir dann noch ersetzen könnten. Ich schließe diese Bearbeitung hier wieder. Ich setze den Ursprung am richtigen Ort. Das wäre hier sinnvollerweise irgendwie hier unten in der Mitte. Wenn das nicht passt, kann ich es später noch anpassen und mache ein Objekt erstellen. Übrigens, wenn ihr auf ein bestehendes Objekt klickt, Rechtsklick, habt ihr auch die Option, direkt ein Objekt erstellen. Dann müsst ihr nicht auf Erstellen, Objekt und so weiter. Also da spart ihr einen Klick. Und das wäre Gegner 1. Jetzt wird das Sprite verknüpft mit diesem Objekt. Ich gebe dieser Figur seine Bewegung nach links und nach rechts. Dafür positioniere ich das Objekt zuerst im Raum. Ich gehe hier auf Room 1. Positioniere vielleicht gerade 2, 3 Gegner. Hier auf der linken Seite, sie sollen zuerst nach rechts gehen. Dann gehe ich wieder zum Objekt der Gegner, das heißt Doppelklick hier auf Objekt. Und zunächst möchten wir mal, dass dieser Gegner nach rechts geht. Das ist ein Schrittereignis, das heißt, das wird 60 Mal pro Sekunde wird dieser Schritt ausgeführt und dann wird alles, was hier drin ist, auch gemacht. Das haben wir ja vorher bereits beim Schuss gesehen. Dieses Mal brauchen wir lösen es einfach dieses Mal ein bisschen anders, und zwar mit einer Geschwindigkeit, eine horizontale Geschwindigkeit, die setzen wir auf beispielsweise 10. Und jetzt testen wir das und der Gegner fliegt jetzt einfach nach rechts und aus dem Bildschirm raus, und das wollen wir natürlich nicht. Was wir jetzt wollen ist, dass eigentlich nach einer bestimmten Zeit soll der Gegner wieder die Richtung wechseln. Und jetzt braucht es ein ganz kleines bisschen Mathematik. Nach rechts ist Geschwindigkeit 10 und nach links ist Geschwindigkeit minus 10. Das heißt, wir müssen diesen Wert von plus 10 nach minus 10 ändern, und das machen wir, indem wir den Wert beispielsweise mal minus 1 machen. Und dafür brauche ich eine Variable, die heißt dann Richtung. Und diese Variable muss ich zunächst mal deklarieren beim Erstellen. Sobald das Objekt erstellt wird, soll eine Variable zugewiesen wird, die heißt Richtung und hat den Wert 1. Okay, auch wenn das jetzt ein bisschen komisch ist, ich denke, ihr werdet nachher verstehen, wieso ich das mache. Und jetzt beim Schritt machen wir auch noch Geschwindigkeit mal Richtung. Und am Anfang ist das nach rechts, weil 10 mal 1 bleibt 10. Und nach einer gewissen Zeit möchte ich dieses 1 von Richtung in minus 1 umwandeln. Und dafür gibt es sogenannte Alarme. Das ist ein neues Ereignis, Alarm 0 beispielsweise, irgendeinen Alarm auswählen. Und immer, das ist wie eine Eieruhr, die wir aufziehen, und immer, wenn die läutet, dann passiert etwas und dann wird sie gerade wieder aufgezogen. Und wir sagen, wenn Alarm 0 losgeht, möchten wir die Variable Richtung auf Richtung mal minus 1 setzen. Wenn sie 1 war, wird sie zu minus 1. Wenn sie minus 1 war, wird sie zu 1, weil minus 1 mal minus 1 ist 1. Jetzt müssen wir diesen Alarm noch aufziehen. Jedes Mal, wenn er losgegangen ist, setzen wir hier auf 60. Das Spiel rechnet aktuell mit 60 Frames pro Sekunde. Während das so ungefähr in einer Sekunde wird dann die Richtung gewechselt. Und das funktioniert noch nicht, vermute ich mal. Genau, weil wir haben die Uhr, diesen Alarm noch nicht
gestartet. Ein erstes Mal müssen wir da starten. Und das können wir wunderbar bei diesem Ereignis erstellen machen, weil das ist ein Ereignis, das passiert immer dann, wenn das Objekt erstellt wird und sonst nicht mehr. Also hier können wir noch den Alarm stellen und das wäre 60 auch. Ist eine kleine Doppelung, aber das ist völlig in Ordnung. Also das heißt, wir haben beim Erstellen wird die Richtung zuerst mal definiert und der Alarm wird das erste Mal aufgezogen und lange Rede, kurz Sinn, wir testen das. Genau. Jetzt haben wir schon ein bisschen eine Uhr hier, die hin und her pendelt. Also, ich mache ein paar Anpassungen, was gefällt mir nicht. Beispielsweise sollen die Gegner länger in eine Richtung fliegen. Das heißt, ich mache 120 hier raus. Das möchte ich auch hier machen. Und die Richtung, die Geschwindigkeit ist viel zu hoch, finde ich. Das mache ich mal mit 5. Okay, ich teste nochmals. Also das ist ein wichtiger Prozess. Sachen anschauen, beobachten, überlegen, ist das das, was ich möchte? Dann gerade nochmals testen. Und schon sieht das viel ruhiger aus. Und ich kann auch schon schießen mit der Leertaste, aber es passiert natürlich nichts. Das muss ich jetzt noch programmieren. Wenn der Gegner einen Schuss berührt, dann soll etwas ausgelöst werden. Und zwar soll dann der Gegner gelöscht werden. Also das könnte ich beim Schuss programmieren oder jetzt auch beim Gegner. Das ist mir jetzt ein bisschen einfacher, würde ich sagen. Bei einer Kollision mit einem bestimmten Objekt, Objekt Schuss, soll die Instanz zerstört werden. Damit es ganz sauber ist, wird nicht nur der Gegner selber zerstört, sondern auch noch eine weitere Instanz. Hier hat es einen ganz kleinen Pfeil. Und da kann ich den anderen auch auswählen. Also von dieser Kollision sich selbst, das ist beim oberen Block, und aber auch den anderen. Okay, jetzt habe ich jetzt Other zerstören. Genau. Und jetzt habe ich das definiert. Und jetzt kann ich das auch gerade testen. Das hat super funktioniert. Ein Gegner wurde getroffen und beides wurde gelöscht. Sowohl der Schuss wie auch der Gegner.